Verfolgungsjagden in Call of Cthulhu. Wenn euch das gefällt, was wir hier fabrizieren, dann lasst doch ein Like da, nehmt ein Abo mit. Wenn ihr ein Abo mitnehmt, klickt auf die kleine Glocke, dass wir euch informieren können, wenn ein neues Video rauskommt und empfehlt uns weiter auf den sozialen Medien. Hallo und herzlich willkommen bei Würfelzeit, euer Kanal für Pen and Paper Rollenspiel hier auf YouTube. Diejenigen unter euch, die meinen Kanal verfolgen, wissen, dass ich viele Elemente aus verschiedenen Rollenspielsystemen nehme, sie zusammen manche und daraus etwas erschaffe oder etwas zusammenbastle, das mir und meiner Gruppe den größtmöglichen Spielspaß garantiert. In dem heutigen Video möchte ich ein Regelelement aus einem Rollenspiel vorstellen, was mir persönlich unglaublich gut gefällt. Das ist Call of Cthulhu oder in Deutschland Cthulhu von Sandy Peterson von Pegasus Press hier in Deutschland. Und das sind die Verfolgungsregeln. Meines Wissens gibt es in nicht allzu vielen Rollenspielen Verfolgungsregeln oder Fluchtregeln. Was ich ein bisschen seltsam finde, da für mich in Actionfilmen die Flucht und die Verfolgung durchaus dazugehört und eins der coolsten Elemente ist, die in diesem Genre zu finden ist. Das ist tatsächlich das erste Regelerklärvideo, was ich mache und mich würde interessieren, wie euch das gefällt, ob ihr euch davon mehr wünscht. Es wird auf jeden Fall ein weiteres geben und zwar nächste Woche werde ich mich mit den Kampfregeln von Call of Cthulhu auseinandersetzen. Das ist ein Community-Wunsch, dem möchte ich gerne nachkommen. Ihr könnt es ja unten in die Kommentare schreiben, ob das was für euch ist und vor allem, ob es Regeln gibt, die euch interessieren, die ihr vielleicht nochmal erklärt haben wollt. Dann kann ich darauf eingehen, sofern ich mich mit dem System auskenne oder mich damit auseinandergesetzt habe in der Vergangenheit. Am Ende des Videos möchte ich euch noch ganz gerne vorstellen, wie ich dieses Regelelement, die Verfolgungsregeln, vielleicht in andere Systeme implementiere. Denn das ist etwas, was ich gerne mache, das ist etwas, was ich immer wieder mache und das soll so ein bisschen der rote Faden sein, der sich hier durch diesen Kanal durchziehen soll. Lange Rede, kurzer Sinn, an den Tisch. Die beiden Teilnehmer unserer Verfolgungsjagd sind zum einen Danford, den ihr schon im Video zu den Kampfbegegnungen kennengelernt habt. Seine relevanten Werte sind Konstitution, Stärke, Geschicklichkeit, verborgenes Erkennen und seine Bewegungsweite. Diese Werte stellen zum einen den Grundwert dar, die Hälfte des Grundwertes und ein Fünftel des Grundwertes. Würfelt die Spielerin unter den Grundwert, hat sie einen regulären Erfolg. Würfelt sie unter die Hälfte, einen schwierigen und unter einem Fünftel, einen extremen Erfolg. Sein Gegner ist ein Hybrid der tiefen Wesen. Hier sind die relevanten Werte Konstitution, Stärke, Geschicklichkeit und seine Bewegungsweite von 8. In der ersten Phase müssen die Teilnehmer durch einen Wurf in der relevanten Fähigkeit Konstitution bei Verfolgungsjagden zu Fuß, Fahren bei Verfolgungsjagden mit dem Karren oder dem Auto, ihre Bewegungsfertigkeit erhöhen oder verringern. Danfords Spielerin würfelt mit einem Prozentwürfel auf Konstitution, eine 12, ein extremer Erfolg. Sie kann seine Bewegungsweite um 1 auf 8 steigern. Der Spielleiter würfelt eine 58, einen regulären Erfolg. Die Bewegungsweite des tiefen Wesens bleibt bei 8. Der langsamste Teilnehmer der Verfolgungsjagd erhält einen Bewegungspunkt. Der, dessen Bewegungsweite um 1 höher ist, 2, der, dessen Bewegungsweite um 3 höher ist, 3 und so weiter. In unserem Fall haben beide denselben Bewegungswert, also haben beide einen Bewegungspunkt für die Verfolgungsjagd zur Verfügung. Zu Anfang stellt der Spielleiter die Verfolgungsjagd als Linie dar, um sie für die Spieler zu veranschaulichen. Der Beginn der Verfolgungsjagd ist auf der linken Seite, das Ende auf der rechten Seite. Um das Ganze anschaulicher zu gestalten, wird die Verfolgungsjagd in verschiedene Schauplätze eingeteilt. Hier in unserem Fall sind es 6. Stellt euch die verschiedenen Schauplätze als Kamerawechsel oder Einstellungswechsel in der Verfolgungsjagdszene eines Actionfilms vor. Die Schauplätze können vieles sein, sollten aber an die Umgebung eurer Verfolgungsjagd angepasst werden. Spielt eure Verfolgungsjagd zum Beispiel in einem Wald, sollte es eine Lichtung sein, unteres Gehölz, vielleicht ein Fluss. In einer Stadt kann es eine reich befahrene Straße, ein Wohnkomplex oder ein Hinterhof sein. Da eine Verfolgungsjagd ohne Komplikationen relativ langweilig ist, bauen wir hier verschiedene Hindernisse und eine Blockade ein.
Gelingt dem Spieler bei einem Hindernis sein Fertigkeits- oder Attributswurf nicht, verliert er 1W4 Bewegungsaktionen. Die zweite Möglichkeit sind Barrikaden. Bei diesen muss dem Spieler ein Fertigkeits- oder Attributswurf gelingen, damit er sie überwinden kann. In unserem Fall haben wir zwei Hindernisse. Zwischen dem zweiten und dritten Schauplatz und zwischen dem vierten und fünften. Und zum Abschluss haben wir zwischen dem sechsten Schauplatz und dem Ausgang der Verfolgungsjagd eine Barrikade. Die Verfolgungsjagd beginnt. Danford hat einen Vorsprung von einem Schauplatz und rückt in seinem Zug zum nächsten Schauplatz vor. Der Hybrid ist ihm dicht auf den Fersen. Danford steht vor dem ersten Hindernis, einem niedrigen, doch schlüpfrigen Tümpel. Die Spielerin würfelt eine 61 auf Geschicklichkeit und springt behende von Stein zu Stein. Der Hybrid zieht zum nächsten Schauplatz vor und steht nun ebenfalls vor dem Tümpel. Danford zieht in seinem Zug zum nächsten Schauplatz. Beim Versuch, den Tümpel zu überqueren, rutscht der Hybrid aus und verliert eine Bewegungsaktion. Danford findet sich vor dem nächsten Hindernis, ein dichtes Gestrüpp. Er zieht den Kopf ein, will durchbrechen. Die Spielerin würfelt eine 60 und verliert laut dem W4 zwei Bewegungsaktionen. In seinen nächsten beiden Zügen holt der Hybrid zwei Schauplätze auf. Danford hat sich aus dem Gestrüpp gekämpft. Hinter ihm bricht sein Verfolger in dasselbe Gestrüpp und verliert ebenfalls aufgrund eines Fehlschlages zwei Bewegungsaktionen. Danford nähert sich der Barrikade, das Grabmal mit der schweren Steintür, das er seit Tagen sucht. Indem er eine Bewegungsaktion opfert, erkauft er sich für den nächsten Wurf auf Verborgenes erkennen einen Bonuswürfel. Der Hybrid hat sich inzwischen aus dem Gestrüpp gekämpft und will sich mit schleimigen Klauen auf Danford stürzen. Mit dem Bonuswürfel gelingt Danford der Wurf auf Verborgenes erkennen, um den versteckten Schalter zu finden. Die steinerne Tür fällt hinter ihm ins Schloss und er ist gerettet? So, das waren die Verfolgungsregeln von Call of Cthulhu. Wie verwende ich die in anderen Systemen? Bevor ich das mache, möchte ich euch ganz gerne erklären, wann ich bestimmte Regelelemente aus anderen Systemen nehme und sie in andere Regelsysteme implementiere. Eine gute Regel, die ich verwende, was ist für mich eine gute Regel erstmal aus einem anderen System? Das ist eine Regel, die ich als Werkzeug nutzen kann, eine Geschichte zu erzählen, also ein narratives Werkzeug. Eine Geschichte, die, wenn sie angewendet wird, in den Hintergrund tritt und die Geschichte des Erzählen im Vordergrund stehen lässt. Wenn sich eine Regelmechanik mehr so in den Vordergrund drängt, wenn sie sehr numerisch ist, wenn man rechnen muss und dabei so ein bisschen das Erzählen verliert, wenn das so ein bisschen in den Hintergrund drückt, dann ist das für mich keine gute Regel, die ich implementieren kann. Die Verfolgungsregeln von Call of Cthulhu sind, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ein bisschen mechanisch. Einige würden auf Neudeutsch sagen, ein bisschen gamey. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil tatsächlich diese Regeln mir helfen, etwas zu erzählen. Sie unterstützen das Narrativ. Wenn ich so eine Regel aus einem System rausreiße und sie in ein anderes reinflansche und dann mit Blitzen und Elektrizität dieses Frankenstein-Monster zum Leben erwecke, was sind so die Aspekte, die ich dabei im Blick halte? Das ist zum einen, ich teile das in zwei Elemente ein, in einer Regelmechanik. Das ist zum einen die überliegende Regelmechanik und der Kern von der, wie ich es nenne, die Resolutionsmechanik. Das wird mir ein Spieletheoretiker sicher genau erklären können, wie man das nennt. Ich habe dafür keine Vokabel. Ich habe es Resolutionsmechanik verwendet, aus dem Englischen Resolution Mechanic. Das ist bei Call of Cthulhu der Prozentwurf, den man würfelt, um unter einem Prozentwert zu landen, um den Test zu schaffen. Bei D&D ist es der 20-seitige Würfel, mit dem man über so einen Schwellenwert drüber kommen muss. Bei DSA ist es wiederum der 20-seitige Würfel, mit dem man dreimal gegen ein Attribut würfelt. Im Endeffekt sind es die Würfelmechaniken. Das ist das Lebensblut, das ist das Knochenmark eines Systems. Das ist oft austauschbar. Das kann man verwenden, wenn es nicht zu stark mit der überliegenden Mechanik verbunden ist. Und bei den Verfolgungsregeln geht das ziemlich gut. Wir machen das Beispiel von D&D, wenn man die Verfolgungsregeln aus Cthulhu auf D&D transportiert oder in D&D, in diese Regelmechanik transportiert, dann kriegt es ein Gefühl von einer Skill-Challenge. Das hat gewisse Ähnlichkeiten.
Die Besonderheit bei den Verfolgungsregeln von Cthulhu sind noch die Bewegungsweiten, die sich bei Call of Cthulhu von Charakter zu Charakter unterscheiden. Also jeder Charakter in Call of Cthulhu hat seine eigene Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist ein bisschen dem Realismus geschuldet, weil nicht jeder Mensch ist gleich schnell. Bei D&D neigen dazu alle Charaktere, die einer bestimmten Rasse angehören, gleich schnell zu sein, was ein bisschen Quatsch ist. Aber es wird da aufgrund von Einfachheit einfach so gehandhabt. Wie kann man das umgehen und wie kann man ein bisschen dadurch die Mechanik von Call of Cthulhu übertragen auf D&D? Man würfelt einfach einen Ausdauerwurf. Wenn man den geschafft hat, dann addiert man 1 zu seiner Bewegungsweite. Wenn dieser Wurf misslungen ist, dann zieht man 1 von seiner Bewegungsweite ab. Das ist bei einem Menschen, wäre es dann auf 10 Meter, wenn man es geschafft hat. Wenn man es nicht geschafft hat, fällt man auf 9 Meter. Wenn man einen extremen Erfolg hat, addiert man 2 dazu. Das ist bei einem Menschen dann 11 Meter. Wenn man einen Patzer hat, dann zieht man 2 von seiner Bewegungsweite ab. Das wäre eine Möglichkeit, die mir jetzt so ad hoc einfällt. Wenn ihr eine Idee habt, da unten, Kommentarsektion, ist top dafür. Und dann verfahrt ihr im Endeffekt genauso wie in Call of Cthulhu. Wichtig ist hierbei, dass ihr das Feeling von einer Actionfilmjagd transportiert. Das heißt, ihr habt einfach nur Szenenwechsel, ihr habt Kameramomente, die ihr immer wieder anspielt. Das hilft euch einfach, eine Verfolgungsjagd möglichst dramatisch zu gestalten, möglichst filmisch zu gestalten. Das ist für mich die beste Art und Weise, eine Verfolgungsjagd darzustellen im Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ich finde, dass auf einem Gitter oder einem Kästchenfeld, das nimmt so ein bisschen die Action raus, nimmt so ein bisschen den Drive raus. Deshalb, mein Go-To ist immer Call of Cthulhu oder Skill Challenges. Großartige Regelmechanik. Ihr könnt ja eure Erfahrungen mit diesen Regelmechaniken unten in die Kommentare schreiben. Ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, aber packt die Kommentare in die Kommentarsektion. Für mich ist das großartig. Da bekomme ich auch oft neue Videoideen. Das war es hier von Würfelzeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt den ganzen Drill. Like da lassen, Abo mitnehmen und empfehlt uns weiter auf den sozialen Medien. Denn der Algorithmus von YouTube, der unterstützt keine kleinen Kanäle mehr. Das heißt, wir werden nicht mehr so oft als Empfehlung rausgeschmissen. Wenn ihr uns auf den sozialen Medien weiterempfehlt, dann hilft uns das ungemein. Vor allem, wenn wir neuen Content machen wollen, weil mehr Subscriber, mehr Abonnenten, das sind oft mehr Kommentare unter der Kommentarsektion, das sind neue Videoideen, das ist die Community, die wächst und eine große Community, die gibt viel Input in dieses Kollektivbewusstsein. Wie dem auch sei, ich danke euch, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, Würfelzeit out!